Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7. Wir befinden uns hier in diesem unterirdischen Gang vom, was auch immer es jetzt für ein Werk war. Warum auch immer an so einem Ort Sprengfallen hingen. Alter, allein das Sounddesign macht einem so... Boah, wo kommt die her? Oh Gott, da kann ich nicht lang gehen. Okay. Das hier sieht so ein bisschen aus wie eine Achterbahnschiene. Naja. Alter, wie weit soll ich denn noch runtergehen? Okay, das ist so ein Point of No Return. Das war scary. Der 180 No-Scope in sein Gesicht hier. Da habe ich aber echt Glück gehabt, dass ich mich da in dem Moment umgedreht habe. Weil ich hatte es noch von eben so. Geräusch umdrehen, irgendwas ist hinter dir.
finde, hier in der Sequenz kommen die Gegner aktuell sehr oft von hinten. Das heißt, immer mal umdrehen. Abchecken. Lol. Okay, die gibt's auch noch. Gut zu wissen. Ja, diese Badewanne immer. Oh, gesendet. Freitag, 16. Januar 2015. E-Mails. Und dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Mhm. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Das sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus. Sie ist auch genauso blöd wie eins. Achso. Sie sieht nicht nur aus. Das heißt, hier war schon mal irgendwer infiziert und ist dann befreit worden. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Das ist ein bisschen krank. Mom und Dad sind immer noch voll drauf. Geht's? Keine Ahnung. Mia, dieses Miststück ist noch irgendwo zwischen Efi-Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich, immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen, sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Stimmt. Das war das große Thema von Resident Evil. Biowaffen. Biowaffen, Kreaturen. Biowaffen, das hat mir gefehlt in der Story. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schlappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Efi krank aus oder so. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Von wem sind diese E-Mails? Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Stimmt, Serien, das ist alles Resident Evil. Ha. Bitte lesen Sie sich dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. Im Experiment entfernten wir arme Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, diese amputierten Gliedmassen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen der E-Serie des Vermittlers in Einklang gebracht.
Der Wirt beginnt Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall. Es geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Okay, das haben wir ja beim Daddy gesehen, wie das abläuft. Zehn Minuten nach Dosis. Tod. E-Nexokrin. E-Serie-Dosierungstest. E-Serie-Dosierungstest. Alles Aufzeichnungen von Experimenten. F. Zerstört Zellmaterialien aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie eine Probe der E-Serie in den Behälter. Okay. Das bedeutet, wir können hier gerade. Das ist das Mittel, mit dem wir E4 ausschalten können. Okay, Gegenmittel gebastelt. Alter. Okay, dieses Projekt wurde 2000 als eins von mehreren Konzepten im Rahmen der EX-Bus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HZV eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Die Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass Sternchen und die Sternchen-Sternchen-Organisation von Sternchen-Sternchen-Sternchen sich darauf stürzen. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entwicklung von gewesen. Dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicarans Evolution Fungus, den wir für gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder Biowaffe sah vor, dass Mutant Myzet-Genom einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen, fehlerhaften A- bis D-Serie bis zur perfekten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyn Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesem eine
tiefgreifende Kontrolle über den Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie, dass der Überträger der Autoinduktor-Pheromonen ähnelt. Aha, ich habe bei diesen Fachbegriffen leider absolut keine Ahnung. Die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum-Sensing benutzen. Aha, ja, klar. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Das bedeutet, wir sind infiziert? Wir sind eben infiziert worden. Und Mia ist auch noch infiziert, weil Mia hat ihre Erscheinung gesehen. Und wir haben eben ihre Erscheinung auch gesehen. Sie stand direkt neben mir. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber... Und dann war das wohl eine dieser Halluzinationen. Das heißt, wir sind infiziert. Interviews mit infizierten Personen, mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich das Mutamycet-Infektion durch Zellen ihres Körpers ausgebreitet, sodass der Körper, keine Ahnung, heftig. Wir sind einige Sachen geschwärzt. Ja, klingt nicht nach Spaß. Also ich glaube, wir sind infiziert, was mir aktuell gar nicht so gefällt. Bitte nicht schon wieder 80 Seiten. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelin, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um einen Superorganismus, die aus zahllosen Myzelinen bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweist und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Das sind diese Monster wahrscheinlich. Ihre pilzartigen Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleiht ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Ich weiß ja nicht, ob ich sowas unbedingt einsetzen wollen würde. Die Forscher haben diese Superorganismen die Muldet getauft. Muldet, das heißt, wir kämpfen die ganze Zeit gegen Muldet quasi. Angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Muldet geformt. Okay. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Oh. Für diese Behandlung von unabsichtigen Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien. Aber wenn die Zellen der Person schon weitgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Ah, deshalb hat das Gegengift auch den Daddy eben getötet quasi. Oh, was heißt eben vor ein paar Folgen. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass dessen Effekte aufs Äußerste gesteigert werden konnten, wenn wir es aussetzten. Wodurch ein Präparat entstand, welches wir Enoxym nennen und selbst in kleinen Dosen. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und ihr Vater aufzutreten, und Evelyn
wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist eine reine Spekulation, aber könnte es sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich sozialen Gruppen einzufügen als ein einsames Mädchen? Andererseits, nun ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie von ihrer wahrgenommenen Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Das ist so krass, also quasi vom Embryo auf gezüchtet worden, sag ich mal. Ja, wie gesagt, sorry, dass das mit dem Lesen immer so ein bisschen hakt, aber Bildschirmlesen, irgendwie, keine Ahnung, komme ich da nicht so gut mit zurecht. Gut, ordnen wir unser Inventar noch mal was. Okay, den Brenner mitzunehmen lohnt sich langsam wieder. Brennstoff, haben wir noch mehr Brennstoff? Nein. Und den Granatwerfer sollten wir auch mitnehmen. Okay. Mal schauen, 22 Minuten gelesen quasi. Ich frage mich, ob wir bald auf den finalen Boss treffen. Flüssige Chemikalie. Okay, hier dürfen jetzt allerlei Gegner auf uns zukommen, vermute ich mal. Scheiße! Oh, Rip.
Lol, wo kommt der jetzt her? Hinter mir. Alter, hält der viel aus. RIP an der Stelle. Da bin ich lahm in dem Wasser. Oh. Okay, ich kann hier aber gerade nichts verarbeiten. Ne? Was habe ich hier denn? Isochrondium. Ausschnitt. Okay, machen wir uns noch ein Heilding. Alter, von dem Leben. Nein, jetzt hör auf! Eine Heilung haben wir noch. Ich
Okay, RIP, Alter, das war's mit meiner Munition. Und mit meiner Heilung. Sag mal, so ein Safe Room kennen wir jetzt ganz gelegen tatsächlich. Erstmal hier Point of No Return. Hier scheint etwas beruhigtere Stimmung zu sein. Arznei finde ich. Ja, beruhigtere Stimmung. Danke, dass ich den Kommentar gebracht habe. Und ich hab den verfehlt oder was mit meiner Granate. Ja gut, die haben mich jetzt eingesperrt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wow. Wow. Das ist irgendwie war jetzt Game Design mäßig. Weiß ich nicht. Das ist. So, die Gegner standen beide um mich rum, ich konnte nichts mehr machen. Okay, wir spawnen aber hier wieder. Das passt auf jeden Fall. Okay, die Granate muss sitzen. Ich darf halt nicht unter sie schießen, sondern ich muss auf sie ballern. Na, das müssen wir jetzt auf jeden Fall uns beibehalten. So, jetzt wieder irgendeinen witzigen Spruch, wie beruhigt das hier aussieht. Okay, so. Aber es juckt ihn nicht, oder was? Doch, sie brennen sogar. Nein, nein, lass mich jetzt fliegen. Ja, ich bin schon wieder gefixt hier. Ich muss zugeben, es war nicht der klügste Move von mir, in die Sackgasse zu rennen. Hat ja sogar funktioniert. Okay. Warum nicht? Ich nehme es. So, wenn hier irgendwo Heilung drin wäre. Hier ist Heilung drin. Bin immer ein bisschen skeptisch bei diesen Dingern. Seid ihr da so verarscht worden? Ich sollte die normale Munition nehmen. Nein, ihr habt recht. Ich weiß, aber das passt schon. Okay, mein Granatwerfer ist damit auch obsolet. Ah, ich habe ein bisschen Flintmunition gefunden, immerhin. Was ist hier? Geht's nicht weiter? Oh doch, hier durch den Schlitz durch.
Okay, hier ist ein kleiner Safe Point. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier beim Safe Point keine bösen. Oh. Naja. Maschinengewehrmunition. Irgendein Plan. Heilige Maschinengewehrmunition, komm zu mir. Hey. Oh, okay. Nachladen, nachladen, nachladen. Was sagt mein Inventar noch? Ich habe wieder mehr Arznei. Okay, hier das nehme ich mal. Dann sind wir dann wieder voll geheilt. Haben noch zwei große, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Okay. Speichern. Holy shit, Alter. Also, was hier passiert, ist einfach nur noch krass. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, trotz dass ich so ein Monitor-Lese-Mongo bin. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut, Leute.